Also wirklich, das ist das schwerste Troll-Level, was ich bisher gespielt habe. Holy shit, ist das schwer. Hallo Freunde, ich muss aktuell Katzen sitten für eine gute Freundin von mir und die Katze ist großartig. Sie heißt Tillmann und ist genauso schwarz wie meine Klamotten. Leider habe ich eine leichte Katzenallergie und irgendwie heute eine Prise zu viel Katzenhaare in die Augen bekommen. Deswegen ist dieses Auge gerade noch etwas angeschwollen. Es wird aber besser, das heißt im Laufe des Troll-Levels nehme ich vielleicht noch die Brille ab, aber deshalb müsst ihr jetzt erstmal so mit mir vorlieb nehmen. Willkommen zurück zu Hübi spielt Mario Maker 2 Troll-Level aus der Ultra-Troll-Level-Kompilation Super Wagon World. Und wir spielen heute das Winter Blunderland, das nächste Level auf unserer To-Do-Liste. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe gute Laune mitgebracht und ich hoffe, ihr habt auch gute Laune. So, und jetzt gucken wir einfach mal, was hier passiert. Heute wird's großartig, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Ich wusste, ich komme hier durch. Ich habe den ersten Troll schon überstanden. Es ist zu krass. So, jetzt passt auf. Und jetzt hüpfe ich hier auf den drauf. Aha, bringt das was? Nein, ich will so seitlich gegen die Decke hüpfen, ne? Nee, es bringt nichts. Ich bin stuck. Sterbe ich hier auch noch? Danke. Aber wir haben den ersten Troll erfolgreich outsmartet, Freunde, ne? Einfach hier hoch. Easy peasy. Was muss ich jetzt hier tun? Das Problem ist, ich kann auch nicht niedrig hüpfen, ne? Oh, guck mal. Ich habe jetzt den Schneeball einfach nur so angetippt. Wartet mal. Ah, doch. Doch, 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 doch. Jetzt wäre ich durchgekommen. Man muss den Schneeball irgendwie nur so anditschen. So. Genau. Einfach hier von unten rein. So. Jetzt hier rein, Freunde. Alles klar. Oh. Oh nein. Oh, gar nicht gut. Ich habe nämlich keinen Schimmer, wie der Mario Bros. 2 Pilz funktioniert. Okay, Freunde. Dann folgende Idee. Hier drauf und dann direkt wieder rüber. Ja, exakt so. So, da drüben ist ein Muncher. Den sieht man. Ah, schau mal, ich kann da einen Schneeball aus dem... Ich lebe aber noch. Ich kann einen Schneeball aus dem Boden ziehen. So, wenn ich jetzt aber da reinhüpfe, dann komme ich ja nicht weiter. Ich habe das Gefühl, da brauche ich die Mario Bros. 2 Blume noch. Weil ich glaube, man kann auch so Wolken hochheben. So, watch out. Ich nehme jetzt hier den und werfe jetzt von hier. Genau. Weil dann komme ich nämlich hier durch. Und dann können wir nämlich hier das hochheben. So, jetzt passt auf. Hier ist ein Powerblock. Und den werfe ich jetzt da hoch. Nein! Oh, hier ist ein Schneeball. Hier ist ein Schneeball. Haha! Jawollo! Ey, wir kommen gut voran. Was passiert hier? Wenn ich da unten drauf hüpfe, dann passiert erstmal gar nichts, weil da eine Brücke ist. Ja, 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 das habe ich erkannt. Ich mache das, was man intuitiv nicht tun würde, hier reinlaufen. Ja, es gibt auch einen Grund, warum man das intuitiv nicht tun würde. So, ja. Okay. Man kann da durch? Warte mal, der Powerblock ist durch die Kanone geflogen. Wie? Okay, Freunde, das ist der Weg. Jetzt hüpfen, ne? Jetzt oben werfen und jetzt mit dem Turbosprung hoch. Let's go. Let's go! Okay, 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 was passiert? Ich gehe hier rein. Das ist wahrscheinlich total dumm, ne? Okay, ich tue es und bin... Ja, das... Ich wusste es. Warte mal. Darf ich den Block nicht aktivieren? Würde ich das überleben, wenn ich diesen Block in der Mitte nicht aktiviere? Weil ich glaube, ich wurde gerade zerquetscht. Übrigens, ich glaube, mein Auge sieht wieder in Ordnung aus, Freunde. Zumindest einigermaßen. Jetzt sehe ich auch mehr. Deutlich mehr. So, und jetzt hüpfe ich... Nein! Das war dumm. Zack, und jetzt, ich will weg. Nee, da wirst du geschleudert. Da kannst du nichts tun. Ich darf diesen Block nicht aktivieren. Jetzt an der Stelle nicht den geheimen Block aktivieren, sondern so, ne? Und dann kann man sich hier nämlich treffen lassen. Ach toll, jetzt ist das zu... Das zackt doch. Okay, ich muss irgendwie da oben den Block aktivieren. Oder, warte mal. Nee, an den Powerblock komme ich nicht mehr ran, ne? Ich check's nicht. Nee. Oh. Oh mein Gott, ich lebe. Ich weiß nicht, wie ich das getan habe. Ich weiß nicht, wie ich das getan habe, Freunde. Aber ich lebe. Oh nein, das ist so gruselig. Das Laufband ändert doch jetzt safe gleich die Ausrichtung, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay, alles klar. Komm schon, Halbzeit. Please. Oh nein, oh nein. Oh, ich ahne Böses. Oh Gott, das ist so gruselig, Mann. Entweder ist jetzt in einem der Abgründe was drin, entweder da, wo die Münze ist oder da, wo die Münze nicht ist. Vielleicht muss ich bei dem Powerblock weitermachen, aber wenn ich zu dem Powerblock rübergehe, gehe ich doch safe auch drauf. Ich traue dem ganzen Braten noch von vorne bis hinten schon wieder nicht. Okay, ich aktiviere den Powerblock, aber ich glaube, das ist der sichere Tod. Ich glaube, es ist einer der Abgründe. Ja, das war absehbar. Das war
absolut absehbar. Was zur Hölle muss ich hier tun? Also eine Idee, die ich noch habe, ist zu dieser Münze runterzuspringen, bevor ich hier irgendwas aktiviere. Das wäre das Einzige, was ich jetzt doch hier noch nicht probiert habe, oder? Ich werde jetzt zu der Münze runterspringen und wenn es das nicht ist, muss ich, glaube ich, im Internet nachgucken. Nee. Ich muss nachgucken. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Okay, Freunde. Laut Internet kann man diese Todesfalle hier überleben. Und zwar, wenn man jetzt einfach hier, lol, in die entgegengesetzte Richtung läuft. Wow. Okay, da hätte ich selber drauf kommen können. Jetzt habe ich verkackt. Oh nein, ich lebe. Aber ich komme nicht mehr zurück, ne? Oh, what? Ich lebe. Ich bin einfach nur zur Seite gelaufen und irgendwie habe ich überlebt. Okay, das war absolut ultra crazy. Kriege ich jetzt mal bitte einen Checkpoint? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ein Cock, ne? Das ist ein Cock. Aber wir haben einen Checkpoint. Yes, Freunde. Wichtig und richtig. Ich lebe. Let's fucking go. Ich laufe weg, was auch immer hier passiert. Ein Schneeball. Okay, wenn ich jetzt dich nehme. Okay, dann ist der weg. Ah, shit. Jetzt sind die Beine zerschellt. Jetzt habe ich verkackt. Oh, no. Oh, what? Okay, man kann da oben drüber und dann fällt man seitlich runter. Okay, aber es läuft. Aber wenn ich dich aktiviere, dann kann ich einfach hier liegen bleiben. Aha! Und dann komme ich hier durch. Ich muss da seitlich durch, oder? Ich gehe da seitlich durch. What? Komme ich da nicht durch? Ich wollte zu der Tür, aber es ging nicht. Okay, was passiert hier? Also irgendwie glaube ich nicht dran, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Oh nein, 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 nein. Dass ich runter zu diesem Megapilz muss, das wirkt zu... Ich weiß nicht. Ich fühl's nicht, ne? Ja, aber sobald ich jetzt einen Tick zu weit rüberlaufe, kommt ja dieses Trampolin, ne? Das ist... Du bist so ein... Was muss ich hier tun? Was muss ich hier tun? Okay, Freunde, neuer Plan. Imagine... Oh, das war dumm. Egal. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Ist da irgendwo eine Röhre oder so? Oh nein, ich bin stuck. Ich bin da oben stuck. Ich kann nur noch sterben, glaube ich. Okay, da oben ist auf gar keinen Fall der Weg. Okay, Freunde, ich versuche jetzt hier dieses Trampolin. Ja, dem Trampolin zu entkommen. Bringt mir das irgendwas? Das ist jetzt die große Frage. Ich gehe jetzt da unten lang, auch wenn ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Das Level ist fucking schwer, Mann. So, hier runter. Und jetzt vielleicht irgendwie... Instant rüber. Oder so. Vielleicht instant rüber lenken. Ja, ja. Okay, ich lebe. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich hier nicht weiterkomme. Jetzt bin ich groß, aber ich bin halt stuck, ne? Aber ich kann hier durch. Oh. Let's go. Let's go. Progress. Progress. Also das Spiel lässt uns wieder die Wahl. Oder eigentlich keine, weil das Spiel sagt uns ganz eindeutig, aktiviere diese blaue Plattform. Ja, ich glaube, das müssen wir tun. Was anderes können wir nämlich nicht machen. Cool. Ja, dann werde ich mich hier an der Stelle mal kurz erledigen. Okay, ich kann nicht die Bombe da hochwerfen. Okay, alles klar. Das heißt, wir hüpfen da drauf. Und ich spamme Sprung. Ich lebe. Und ich könnte jetzt da hoch, aber ich könnte auch hier hoch. Oh, no. Deine Mutter! Okay, wie geht's hier für mich weiter? Ah, ich verstehe. Ich muss hier wahrscheinlich eine Bombe runterwerfen und dann springt die da unten den Boden weg. Und dann beim Runterfallen muss ich... Okay, ich habe eine Idee, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Okay, Freunde, Test. Ich gehe hier drauf und drücke zur Seite. Dann geht die Kanone erstmal nach oben. Okay, so, Bombe, wegbleiben. Ja. Und jetzt einfach hier runterdroppen, ne? Digga, holy shit, dieses Level bricht mich. Wirklich, es ist schlimm. Muss ich vielleicht einfach ganz schnell in die Richtung laufen? Ja! Ja! Das ist die Lösung! Okay, okay, okay. Warum steht da oben Lull? Ich habe auch das Gefühl, dass in diesem Level die Checkpoints weiter auseinander sind als sonst. Es ist alles ganz, ganz, ganz frustrierend hier. Als ob das jetzt einfach so, als ob jetzt einfach so die Blume kaputt geht. Das, ich traue dem Braten gar nicht. Ich laufe weg. Hätte ich den gebraucht? Habe ich jetzt verkackt? Hätte ich diesen Pilz gebraucht? Was passiert, wenn ich hier oben drauf hüpfe? Oh mein Gott, man kommt an die Feuerblume ran. Aber dann hat man verkackt. Oh lol, wenn man an die Feuerblume rankommt, hat man verkackt. Aber das ist jetzt prinzipiell... Oh, ich wollte sagen, das ist kein Stress. Weil ich kann mich ja noch treffen lassen, aber ich kann mich nicht treffen lassen. Ah, okay. So, jetzt
aktivieren und direkt hier rüber. Ja, so, und bringt mir das jetzt irgendwas? Kann ich da einfach durchlaufen? Ja, oh mein Gott, ich kann da durchlaufen. Ich weiß nicht warum, ich bin fest davon ausgegangen, dass ich von der Mannschaft geblockt werde. Aber okay, okay. Wir nähern uns der 1-Stunden-Grenze in der Aufnahme. Meine Energie lässt nach, aber ich bleibe fokussiert. Zack, direkt mitnehmen. Und dann hier durch. So, und jetzt? Da hoch. Der Schneeball geht doch einfach kaputt. Was passiert, wenn ich hier hüpfe? Passiert auch nichts. Oh nein. Yes! Nein! 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 Jetzt quasi hier rein und dann wieder zurück. Yes! Oh mein Gott, Freunde. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott, hier. Pass auf. Checkpoint. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Ja, aber allein, weil hier ein Checkpoint ist, Freunde, wird sie natürlich noch lange nicht weiter. Also das ist, es ist einfach wieder ein Fall. Nein. 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 Ich wurde beim ersten Checkpoint rausgelassen. Dieses Level ist programmiert, um dich emotional zu brechen. Du kämpfst Stück für Stück um so viel Progress. Und wenn du dann einmal am Ziel bist, wird sie auf einen Schlag weggenommen. Aber ich darf nicht in die Röhre, aber ich darf auch nicht da durch. Warte mal, ich kapier's. Wir haben das Level geschafft. Zum Checkpoint gehen ist der Tod. Wenn man direkt hier in diese Lücke abbiegt, hat man das Level geschafft. Freunde, wir haben's. Ich muss nur noch einmal diesen ganzen Mist machen. Okay, Freunde. Hier runter. Ich muss ins Ziel rennen. Jetzt wollte ich springen, um dem auszuweichen, und ich muss ins Ziel. Dieses Level bricht einen. Wirklich. Okay, Freunde, ich glaube, ich muss einfach durchrennen. Ich glaube, ich muss einfach durchrennen. Einfach Gas geben. Ja! Oh, boy. Freunde, wenn ihr mich noch häufiger leiden sehen wollt, dann verlinke ich euch hier oben noch ein Troll-Level. Oh mein Gott. Und hier unten ein wunderbaren Galaxy-Zweig. Der hat besseres Gameplay. Ich kann nicht mehr. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Einmal Daumen nach oben und hier klicken.